Gebührenfrei Bargeld bei einer Direktbank einzuzahlen, das ist meist der schwache Punkt bei einer Direktbank. Nicht so bei der Comdirect. Bei der Comdirect kann man jede der Commerzbank-Filialen benutzen, um Bargeld einzuzahlen, entweder am Schalter oder am Automaten, wie Sie es jetzt hier gerade sehen. Ich habe einfach nur die Comdirect-Karte eingeschoben, das ist die ganz normale Girocard, und der Automat hat schon meine Kontodaten erkannt. Ich brauche keinen PIN mehr eingeben. Ich habe ausgewählt, dass ich Bargeld einzahlen möchte. Und zwar Scheine und Münzen ist das hier möglich. Ich lege jetzt gerade 200 Euro rein. Drücke auf Bestätigung. Das Fach schließt sich wieder. Der Automat fängt jetzt an zu zählen. Und gibt jetzt das Ergebnis bekannt. Wenn es jetzt stimmt, ja, es sind 200 Euro, dann bestätige ich das. Jetzt wird das im Automat noch verräumt, das Geld. Es rappelt ein bisschen. Und dann kommt wieder eine Frage, und zwar, ob ich noch weitere Banknoten einzahlen möchte. Nein, das ist nicht der Fall. Jetzt öffnet sich eine Klappe, wo man das Münzgeld reinwerfen kann. Da tue ich jetzt meine 2,20 Euro reinwerfen. Sie sehen schon am Schacht, da ist so viel Platz, da könnte man ganze Spardosen reinhauen. Und dann sage ich, dass ich fertig bin, indem ich hier wieder auf die grüne Taste drücke. Das Fach schließt sich und der Automat fängt an, das Geld zu zählen. Krabbelt natürlich wieder. Und dann wird einem das Ergebnis auf dem Monitor präsentiert. Noch der Hinweis, es könnte sein, dass Münzen nicht erkannt worden sind. In dem Fall nicht. Man sieht 202,20 Euro. Ich gucke trotzdem mal rein. Vielleicht hat jemand anderes Geld vergessen. Nein, nichts drin. Und bestätige denn, dass die Maschine richtig gezählt hat. Jetzt kommt denn noch eine Frage, ob ich... Moment, gleich sehen wir es auf dem Bildschirm. Es wird noch gezählt. Oder verräumt das Geld. Ob ich weitere Münzen einzahlen möchte, das ist nicht der Fall. Die nächste Ausfallfrage ist, ob ich einen individuellen Verwendungszweck eingeben möchte. Wenn ich Ja drücke, dann sieht man dort Zeile, die ich jetzt, die vorgeben ist, die ich neu schreiben kann mittels dieser Tastatur. Aber dieser Verwendungszweck, der gefällt mir eigentlich mit dieser Einzahlung, also drücke ich auf Bestätigen. Und die Einzahlung, es hat nicht ganz geklappt, jetzt hat es geklappt, die Einzahlung ist verbucht, die Quittung kommt raus, da steht nochmal drauf, wie viel Geld ich eingezahlt habe und die Bestätigung, dass es verbucht ist. Meine Karte nehme ich auch wieder aus dem Automaten. Die Einzahlung ist erfolgt. Schauen wir nun ins Online-Banking. Die Kontoübersicht ist generell die erste Seite, die Sie sehen, nachdem Sie sich im Online-Banking eingeloggt haben. Um den Zahlungseingang zu sehen, gehen Sie auf Girokonto. Es eröffnet sich die Seite Umsätze. Ich scroll etwas nach unten und sehe dann unseren Buchungstext, unseren Umsatz. Und zwar ist der Buchungstag und der Wertstellungstag genau derselbe Tag, wo ich am Nachmittag die Bareinzahlung in der Filiale der Comdirect gemacht habe. Hier die 202,20 Euro. Es wurde auch keine Gebühr oder sonst was abgezogen. Mit der Bareinzahlung geht mir kein Tag an Zinsen verloren. Vielen Dank Comdirect, dass das so gut mit der Einzahlung über die Commerzbank-Filialen klappt. Übrigens, Filialen der Commerzbank findet man in allen deutschen großen Städten und auch in vielen kleineren Städten, wie hier in Memmingen mit 40.000 Einwohnern. Das Comdirect Girokonto gehört zu den besten Girokonten, die man in Deutschland beantragen kann. Das Konto kann als Hauptkontoverbindung genutzt werden. Es kann aber auch einfach nur als Nebenkonto benutzt werden, beispielsweise um gebührenfrei Bargeld auf ein Direktbankkonto einzuzahlen. Wie Sie das Konto nutzen, bleibt ganz Ihnen überlassen. Schauen Sie sich auch unsere weiteren Seiten an, um mehr über die Nutzung des Comdirect-Kontos zu erfahren.